So, Freunde, seid ihr dabei, endlich mal hier weiterzumachen bei Star Wars Battlefront 2. Heute wird es auf jeden Fall weitergehen. Wir müssen immer noch die Äonen-Detonatoren explodieren lassen. Und ja, im letzten Part war es ziemlich schwer gewesen, weil von überall zigtausende Sturmtrupper kommen und diese Waffe zigtausendmal aufgeladen werden muss. Und ich kann mich nirgendwo verstecken. Weil meine liebe Tochter, also Edens Tochter hier, zu blöd ist, den nächsten blödes Ding hier mal aufzumachen. So. Jetzt kommt wieder so ein scheiß... Jetzt kommt wieder so ein blöder, verkackter... Flammenwerfer-Tupi. Greif doch an, Mann! Diese Olle... kann nicht angreifen. Los, Alter. Das war eine Ladung. Das war eine ganze Ladung. Ja, nerv nicht. Nerv nicht, du blöde Kuh. So, ja, ich habe ihn gesehen. Kannst du nicht mal irgendwie... Weg, 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 lauf, lauf, lauf doch! Mann! Alter! Die kann... Ja, dann schieß zurück. Alter, diese Mission, die ist gerade zum Kotzen. So, zack, tot. Können wir jetzt bitte weitermachen? Es wird langsam ein bisschen schwer hier gerade. Heavy-Typi, Sturmtrupper. Natürlich ein Detonator, jetzt macht sie wieder nicht weiter. Oh, was willst du? Geh weg. Ist ja nicht mal fertig. Los, lauf, lauf. Was willst du denn? Können wir weiter? Sind wir fertig hier? Reinforcements. Nein, immer noch nicht. Ja, dann schieß doch zurück. Meine Fresse. Boah, nicht schon wieder so einer. Lauf, 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 weg. Weg. Laden lassen, Spy. Schon wieder so ein scheiß Flammenwerfer-Typi. So, jetzt kann ich mich wieder aufheilen. Fertig? Meine Fresse. Bist du fertig? Ich glaube, sie ist jetzt fertig, oder? Nee, immer noch nicht. Alter, komm schon. Geht doch. We're clear. Trip, you find us the ride out of here? Yeah, but fair warning. It's gonna be a real tight fit. Well, if it flies, I'm happy. See you soon. Okay, all that's left is the backup generator. They probably locked it behind a security door. I'll slice it open. Bin drin. Anscheinend war das jetzt nicht irgendwie schlimm gewesen. So. Und jetzt hin? Ah, es ist Sektion. Oh nein. Nicht schon wieder. Oh na, superklasse. Das heißt jetzt. Ich muss hier die ganze Zeit nur verteidigen. Ey, die Mission ist zum Kotzen hier.
Jetzt haben wir, sind wir noch größeres Angriffsopfer hier als vorher. Ja, das hoffe ich, dass du okay bist. Alter, ich schieße die ganze Zeit auf den drauf und der... Alter, ich muss hier rein. So, wo seid ihr? Bist du fertig? Bist du fertig gehackt? Nee, noch nicht. Gleich ist er fertig. Oh Gott sei Dank. Dann ist sie fertig. Ja, mach's einfach auf. Ja, ja, mach hin einfach. Von wo schießt der? Ich sehe den nicht. Da. I need healing. That's better. Need some help over here. Wo kommt der jetzt schon wieder? Also ich hasse das, dass die NPCs nie irgendwas selber hinkriegen. Aber piss dich hier von meiner Tür. So. Die kriegen nie was auf die Reihe. Die sind immer zu blöd. Lass sie in Ruhe. Du bist nicht mehr meine Tochter. Du bist jetzt so eine blöde Kuh. Ja, natürlich, Flammenwerfer. Bin fast tot. Ja, dann knall sie ab. Den Typen habe ich gerade eben schon gekillt. Du schaffst es nicht, einfach mal bei anderen Typen umzubringen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich raten, danach ist noch so eine... Wo kommst du auf einmal her? Healing, please. Ich auch! Ich werde auch abgeschossen. So. Machst du das jetzt endlich mal fertig? Ist kurz vorm Ende. Und so dreh dich jetzt ein bisschen, Zay. Wieder hat er sich da hinten versteckt. So. Sag jetzt nicht, wir müssen jetzt. Nicht, wir müssen jetzt noch da unten noch irgendwas machen. Was müssen wir jetzt noch machen? Oh, das war's, Gott sei Dank. Oh. Ja, wo müssen wir hin? Was müssen wir machen, Zay? Ah, hier ist noch wo einer. Oh, Gott sei Dank. Ach, ich schon wieder hacken. Everyone first order has hurt. Those missing kids, their families, for dad. Dio, slice into that computer. Reroute all reinforcements somewhere else. Oh, danke, das darf ich jetzt machen. Oh. Come on, let's set these final charges, then get to the resistance base. Intruders detect nearing communications. Reroute all defenses to comms. Alles klar. Ja, jetzt wird es wenigstens einfacher werden, oder? Nenne ich wieder zigtausende andere Truppen. What the? Ja, ja, what the fuck, Alter. Auf jeden Fall, du bist tot. Zwei weitere Typen, die einfach mal umgebracht wurden. Achso, der hackt gerade, doch deswegen kann ich mich gerade nicht heilen. So, wo sind die nächsten? Eigentlich glaube ich, brauche ich die gar nicht umbringen, aber ich bringe die trotzdem um. Then we find Triv and get out of here. Intruder lost. Left the weapons bay. Zay, let go. No! That's the item I remember. Bold, unpredictable. Use your weapon. Come on, use your weapon. Wo sind die Untertitel? Zay? Ich lese nichts. It's okay. Super. Bei ihnen ist angeschossen worden. Did it? Jawohl. Leb wohl, du Arsch. Wir haben unseren Ehemann gerettet. Gerecht. Und unsere Tochter ist auch gerettet. You okay?
You? Never better. Let's finish this. Hey, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe nichts verstanden, was sie gerade vorhin gesagt haben. Ja, natürlich habe ich was verstanden. Now let's stop this ship. Das Schiff zerstört erstmal. Die Hyperantrieb bricht aus und so weiter. Jetzt müssten sie ja nicht richtig sofort. Jawohl. So wie sie sich gesagt haben, der Hyperantrieb ist ausgefallen, also können bleiben sie sofort stehen. Hab's geschafft, Freunde. Yes! Und Husk ist auch tot. Mommy, you need to get some help. Come on. No, Mom, no, come on. It's too late. It's too late. Listen. You need to get Dio to the Resistance. Do you understand? No, what are you talking about? No. It's gonna be okay. No, it isn't. I need you. How are you so calm right now? I'm scared. More afraid of failing than dying. But I have hope in you. Listen. Listen. We fight so others can live. And if we die, it better be for the same reason. You understand? I love you. I love you. I wish you could see what I was. Scheiße. Scheiße, oh nein. Oh fuck, ey. Oh fuck. Das war die Basis der ersten Ordnung da gewesen, hat sie erzählt. Jetzt ist Eden tot. Oh fuck, Mann. Ich mochte sie doch irgendwie. Nein. Say, you there? Hope you two are ready because we gotta move. It's just me, Shriv. She's gone. Oh. It's okay. She made it count. She always did. Contact the Resistance. Tell them that this is just the beginning. The First Order is still coming. But we have hope. And hope is the reason we are going to win. Die Qua, Widerstandsbasis. Och man, ey. Set to clear resistance base. No sign of the First Order yet. Wait. Contact! No contact. This is Shriv Shergov, clearance code 73 Tau. We are friendlies requesting permission to land. Please do not shoot us. Landing request denied. Well, I said please. Stand by for instructions. It'll be okay. We just have to explain what's going on to General Organa. Shriv, I received your message. That means you must be Zay. I'm terribly sorry to hear about your mother. She was a complicated woman, but the galaxy was far better with her in it. Thank you, ma'am. It's very kind of you to say. We brought you something, General.
Schematics for the First Order Dreadnought. Transmitting it now. I'll get these over to Commander Damron for analysis right away. I'm ready to join the fight, General. I know you are, but the Resistance is evacuating. The First Order is coming for us. Instead of taking them head on, I have an urgent mission for you. We have allies in the Outer Rim. I need a team to go find them. I know you're tired. I know you've already fought and lost so much, but I need you to keep going. Can you do that? You can count on us, General. Good luck, Inferno Squad. Carrie Fisher, möge sie in Frieden ruhen. Eine wunderbare Schauspielerin auf jeden Fall. Und ja, Leute, wie es scheint, haben wir die Story, das DLC Story Pack von Star Wars Battlefront 2 abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Wiederbelebung abgeschlossen. Belohnung freigeschaltet. Ja, Freunde, das war's. Wir haben es geschafft. Die Story von Star Wars Battlefront 2 ist damit jetzt erstmal abgeschlossen. Sehr traurig auf jeden Fall, dass Eden auf jeden Fall verstorben ist. Ich mochte sie sehr. Jetzt nicht sehr, sehr, aber ich mochte sie schon als Charakter auf jeden Fall. Sie hat eine Menge durchgemacht. Sie war ja erst im Imperium gewesen, hat nur für das Imperium gekämpft und so weiter und so fort. Und dann hat sie sich halt wirklich dann noch der Rebellenallianz angeschlossen und so weiter. War dann beim Widerstand und ist jetzt halt verstorben. Leider. Jetzt kann man sagen, jetzt wird Episode 7 eingeleitet und wir wissen ja da, was alles passiert. Da ist ja Rey mit dabei, da ist Kylo Ren dabei, da ist deine Muttersöhnchen und also für diejenigen, die die neue Episode noch nicht gesehen haben, Episode 7 kann ich noch empfehlen. Episode 8 tut es euch nicht an, wirklich nicht. Also ich fand Episode 8 ist einfach nur einer der schlechtesten Star Wars Filme aller Zeiten. Mich mögen jetzt vielleicht ein paar davon Leute vielleicht hassen von euch oder sonst irgendwas, aber ich muss echt sagen, Episode 8 war schrecklich. Schrecklich einfach nur. Ja, wie gesagt, wir haben es geschafft. Jetzt kann ich euch noch kurz eine kleine Sache noch zeigen. Und zwar, in letzter Zeit sind ja wirklich viele, viele Neuerungen hier bei Star Wars Battlefront 2 halt rausgekommen. Und zwar, man hat von vornherein alle Helden. Und zwar einmal Boba Fett, Bosk, Chewbacca, Darth Vader, Imperator Palpatine, Han Solo. Eden Versio, ist klar, weil wegen dem Story-Modus. Meister Yoda. Rey. Darth Maul. Luke Skywalker. Leia Organa. Lando Calrissian, eine übelst coole Sau. Kylo Ren. Finn. Captain Phasma, bekannt aus Teil 7. General Grievous. Einer meiner absoluten Lieblingsfiguren aus dem Star Wars Universum. Ich mag den sehr. Obi-Wan Kenobi. Count Dooku. Und Anakin Skywalker. Ihr seht schon, ich benutze nicht so krass oft die Helden, weil ich die selten freischalte. Aber wenn ich mal einen Helden habe, spiele ich sehr gerne Imperator Palpatine. Dann spiele ich sehr gerne Meister Yoda. Und wenn ich auch gerne mal gespielt habe, war mal Obi-Wan. Obi-Wan habe ich auch sehr gerne gespielt. Auf jeden Fall. Ja, das war's dann auch schon hier von meinem Let's Play zu Star Wars Battlefront 2. Ich könnte jetzt eigentlich noch irgendwie noch ein bisschen Multiplayer machen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine große Lust drauf. Deswegen war's das für Star Wars Battlefront. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß bei der Story und sorry, dass wirklich lange Zeit Pause war und so weiter, weil ab und zu hatte ich auch keine große Lust irgendwie drauf gehabt. Aber jetzt habe ich es zu Ende gebracht und ja,
Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Mal gucken, was es sein wird. Jetzt werden wir noch ganz kurz mal uns Darth Vader nochmal genau angucken. Und ja, ich sage dann, möge die Macht mit euch sein, liebe Freunde. Bis zum nächsten Let's Play. Mal schauen, was es sein wird. Haut da rein. Und wir hören uns noch ganz kurz mal noch eine Sache noch von ihm an, was er noch zu sagen hat. I find your lack of faith disturbing. Aber ich kannte doch... Man konnte sich doch eigentlich noch ein paar Sachen noch anhören und so weiter. Ich glaube, das geht gar nicht. Ja, man muss jetzt irgendwie anders machen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, mit dem Atmen von Darth Vader beende ich das Let's Play. Haut da rein, Freunde. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut da rein, Freunde. Ciao.